AstroSam übersetzt. Euer Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung von Squadron 42 und Star Citizen. Heute übersetze ich euch das Inside Star Citizen, wo es um den Grey Cat Rock geht und um Explosionen. Und anfangen tun wir mit dem Calling All Devs, wo es um die Fertigstellung des Stanton-Systems geht. Vorweg mein ganz herzliches Dankeschön an meine Unterstützer auf tippi.com, die mich nicht nur finanziell unterstützen, sondern auch mit Ratschlägen und Tipps und Motivationsschulterklopfern zur Seite stehen. Vielen, vielen lieben Dank. Wenn auch ihr dabei sein wollt, freue ich mich. Ihr findet mich auf www.tippi.com/astrosam. Und rein geht's jetzt in das Calling All Devs vom gestrigen Freitag, dem 31.07.2020. So, Todd, Ian, welcome to the show. Thank you. Hi. Hey. So the question from the community was simply put, what are the plans of finalizing the Stanton system? Diesmal mit Todd Pepe, dem Star Citizen Live Director, und Ian Leland, Star Citizen Art Director. Und die Frage, um die sich alles dreht, ist, was sind die Pläne zur Fertigstellung des Stanton-Systems? I think it will be kind of a cascade of things. So es ist eine Kaskade an Dingen. Zuerst natürlich die Himmelskörper fertigzustellen. Da bleibt jetzt noch Crusader und seine Landezone Orison. Hinsichtlich dessen sieht man also Licht am Horizont. Anschließend richtet man den Fokus auf Gameplay-Elemente wie Krankenhäuser, die es später in jeder Landezone geben wird, und damit verbunden medizinisches Gameplay sowie das Salvaging, die Altmaterialverwertung von Raumschiffwracks. Dennoch ist es auch hinsichtlich der Planeten und Monde, der Fertigstellung von Crusader so, dass man hier noch nicht am Ende der Reise ist. Denn nach wie vor wird an neuen Technologien gearbeitet und die werden vorerst im System Crusader implementiert und getestet. Das kann zum Beispiel etwas sein wie aktuell die Heightmap oder die Erweiterung von Grimhex oder die neuen Hangars. Details wie solche werden weiterhin entwickelt und kommen nach und nach online. Ein anderes grafisches Thema ist das Displacement von Assets. Wir haben alle in meinen ESC-Übersetzungen schon vom Parallax Occlusion Mapping gehört. Mittels dieser Technologie ist es leicht möglich, auf einer flachen Oberfläche die Illusion dreidimensionaler Tiefe zu erzeugen. Parallax Occlusion zeigt dabei sehr gute Ergebnisse, weil keine gekachelten Geometrien zur Erzeugung dieses Effekts benötigt werden und die Berechnung bei vergleichsweise geringem Verlust der FPS-Zahl berechnet werden kann. Aber diese Berechnungsmethode hat auch ihre Schwächen. So funktioniert sie nur bei bestimmten Betrachtungswinkeln und statischer Beleuchtung. Hier sind Displacement Maps aktuell dabei, das Parallax Occlusion Mapping abzulösen. Displacement Maps speichern dabei Höheninformationen und modifizieren beim Rendern der grafischen Assets die Geometrie, indem sie sowohl das Aussehen der Schattierung als auch der Silhouette verändern. Damit kann man zum Beispiel aus einer flachen Textur die Illusion eines Geländes erzeugen. Eine effektive, aber sehr rechenintensive Methode zur Darstellung von dreidimensional wirkenden Oberflächen, die noch vor 3 Jahren von Spieleentwicklern als zu ressourcenhungrig verworfen wurde. Inzwischen sind Grafikkarten aber so leistungsfähig geworden, dass die Technologie des Displacement-Mappings immer mehr in den Fokus der Spieleentwickler rückt, weil sie aufgrund der dynamischeren Einsatzmöglichkeiten schneller bessere Ergebnisse erzeugen kann als Parallax Occlusion Mapping. Diese neue Technologie des Displacement Mappings von Assets wird für die Engine von Star Citizen und natürlich auch Squadron 42 entwickelt und muss dann ebenfalls auf alle vorhandenen Assets ausgerollt werden, was wieder einen erheblichen Aufwand erzeugen wird. Eine weitere grafische Entwicklung betrifft das Design der Oberflächen von Planeten und Monden. Dafür entwickelt CRG ein neues Painting-Tool. Bisher benötigte man für die grafische Erzeugung einer Oberfläche von Planet oder Mond einen Farbdurchlauf, einen Color Pass und einen Objektdurchlauf, einen Object Pass. Mit dem neuen Painting-Tool ist das in einem Arbeitsschritt möglich.
Das resultiert in einem erneut erheblich reduzierten Arbeitsaufwand in der grafischen Erstellung von Planeten und Monden. Keine Sorge, das bedeutet nicht, dass alle vorhandenen Entitäten in Stanton schon wieder angefasst und geändert werden. Aber für die Erstellung von Pyro kommt dieses neue Painting-Tool bereits zum Einsatz. Außerdem für die Weiterentwicklung und den weiteren Ausbau des Systems Crusader wäre das Modul für das Renn-Gameplay zu nennen, was seine erste Iteration um Grimhex finden wird. New Babbage ist noch unvollständig und auch kleine Dinge wie die Entwicklung neuer Kiosks und alles, was das Verse lebendiger wirken lässt. Auch die Raumstationen werden erweitert. Zuerst hat man an den Außenmodulen gearbeitet, nun ist man dabei, sie mit Innenmodulen zu füllen. Da wäre das bereits bekannte Frachtdeck, das Cargo-Deck, und das Refinery-Deck. Diese zwei Decks kann man auch in eigenständigen Stationen aufteilen, zum Beispiel eine dedizierte Frachtstation auf der einen Seite eines Sonnensystems, eine Raffineriestation auf der anderen Seite des Systems. Die zuvor genannten Krankenhäuser werden natürlich ebenfalls je Planet und Landezone unterschiedliche Stile erhalten, vielleicht auch hinsichtlich der gebotenen Leistungen. Die Guest Cloud Tech befindet sich ebenfalls in Entwicklung. Alle VDBs sind erstellt, VDBs, ein Grafikdatenformat wie zum Beispiel PNG oder JPEG, und die Beleuchtung, sodass man langsam eine Idee davon erhält, was technisch möglich ist. Der nächste Aspekt ist die Frage, wo und in welcher Sichtweite KI-NPCs und Wesen spawnen und despawnen, zum Beispiel, um die Städte mit Leben zu füllen. Ein ebenfalls nicht unwichtiger Punkt betrifft die Möglichkeit, an unterschiedlichen, wenn nicht flexibel wählbaren Punkten eine Raumstation oder Raumschiff betreten bzw. entern zu können. Das ergibt eine ganze Reihe neuer Gameplay-Loops und Missionen. Zurück zum Stanton-System und dem letzten großen Schritt zur Fertigstellung: Crusader und Orison. Crusader ist bedingt dadurch, dass er als Gasgigant keine feste Struktur hat, eine besondere Herausforderung. CRG hat sich nach reichlich Überlegung entschlossen, zu versuchen, auf Basis der existierenden Technologie diese Entität zu erstellen. Natürlich bedeutet das, dass man nicht wundervolle volumetrische Wolken haben wird. Zumindest nicht im ersten Schritt. Das Ergebnis kann sich, genau wie heute schon seit der Alpha 3.0, die Planeten im Laufe der Spielentwicklung immer noch verbessern. Damit möchte man die Situation vermeiden, dass die Community noch ewig auf die Implementierung des Gasgiganten warten muss. Aktuell befindet man sich aber noch in der Prototypisierung dieser Entität. Dabei hat man festgestellt, dass man im Shader-Code noch einige Anpassungen vornehmen muss. Die Idee dabei ist, betont Ian Leyland noch einmal, dass man versucht, das Beste aus der Tech rauszuholen, die CRG bis heute entwickelt hat. Genau wie damals R-Corp, was CRG bis heute als Beast bezeichnet, möchte ich hier einwerfen, ist der Gasgigant eine große Herausforderung, die es zu lösen gilt und wird sich mit hundertprozentiger Sicherheit später von dem unterscheiden, was als erste Iteration ins Verse implementiert werden wird. Eine weitere, nicht minder große Herausforderung ist die Erstellung der Landezone von Crusader, Orison. Die spezielle Problematik lautet hier: keine Wände. In Orison dreht sich alles um Aussehen und Aussicht und es gibt nur wenige Möglichkeiten, Dinge zwecks Performance-Optimierung zu verstecken. Das bedeutet eine wirklich knackige Denksportaufgabe für CRG hinsichtlich der Frage, welche Restriktionen den Spielern hier aufgelegt werden. Alles in allem eine riesige Herausforderung für CRG, die es zu lösen gilt. Und für alle, die sich meine Sendung als Podcast anhören, schaut auf jeden Fall nochmal in das Video rein, denn Ian Leyland blendet hier Grey- und Whitebox-Szenen von Orison ein, die einen Blick wert sind. Genau wie bei New Babbage, in dessen Rahmen der Erstellung man die Palette an Spielorten und Stationselementen wieder stark erweitert hat, wird es auch für Orison neue Elemente geben, wie unter anderem die Schiffswerften. Natürlich wird Orison generell auch wieder einen komplett eigenen Grafikstil erhalten, wie hier ebenfalls kurz eingeblendet zu sehen. Am Ende erklärt Ian Leyland nochmal, dass man trotz dieser Herausforderungen es wirklich erzwingen wollte, Crusader dieses Jahr ins Spiel zu implementieren. Aber letzten Endes hätte es zu große Eingeständnisse hinsichtlich der qualitativen Aspekte bedeutet. Dieses Opfer der Qualität wäre auf die Verantwortlichen bei CRG zurückgefallen und zulasten der Spieler gegangen und ist nicht wirklich der Weg, den CRG einschlagen möchte, sich von Zeitdruck treiben zu lassen. Es gibt immer einen Player-First, Spieler-zuerst-Ansatz, den CRG verfolgt, sodass, wenn es letzten Endes zur Veröffentlichung kommt, keine Enttäuschung entsteht, sondern Crusader und Orison all die Dinge, die CRG auf ihrer Reise bis heute gelernt hat, zur Anwendung kommen. Auch wenn das bedeutet, dass es ein wenig länger dauert.
I think that profession vehicles are really important to introduce different careers to the game, because not everyone wants to do combat. Heute geht's um den Greycat Rock, das neue Mining-Fahrzeug. Am Anfang wird erzählt, dass nicht-militärische Fahrzeuge und Raumschiffe wichtig sind, weil nicht jeder kämpfen möchte. Dabei sollte sich nicht alles auf Raumschiffe konzentrieren. Ursprünglich wollte man ein Mining-Fahrzeug erstellen, eines, das in andere Raumschiffe passt. Größte Herausforderung war, wo der Mining-Laser sitzen sollte. Zuerst wollte man den an der Front installieren, was aber mit der Fahrzeugkonstruktion nicht passte und ineinander glitschte. Deshalb brachte man den Laser an der Seite an, mit einer Art Faltmechanismus. Die Animationen waren jedoch immer noch ein wenig tricky. Das nächste Thema war die Frage, wie sammelt man Kristalle auf? Aussteigen und per Hand aufsammeln? Das störte die Immersion. Also entschied man sich für eine Art Staubsauger, was man dann aber als unrealistisch verwarf. So kam die Idee des Beam auf, der alles über den Mining Arm aufnimmt. Das ist insofern spannend, als dass es die erste Iteration der Tractor-Beam-Technologie darstellt. Der Beam respektive Laser wird übrigens dediziert keine Menschen beeinflussen oder schädigen können, kein Trollpotenzial vorhanden. Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs liegt zwischen Cyclone und Rover. Ein wenig langsamer als der Cyclone, ein wenig schneller als der Rover. In Zukunft wird es Höhlen geben, die groß genug sind, um mit diesem Fahrzeug hineinfahren und die Höhlen erkunden zu können. Als zweites und bereits letztes Thema dieses Inside Star Citizen wird über Explosionen gesprochen. Explosionen sind essentielle Bestandteile, die Geschichten erzählen. Sie sind die Belohnung am Ende eines Kampfes oder einer Erzählung. Zumal, welcher VFX-Artist mag diese Effekte nicht? Für viele sind sie Motivation und Einstieg in diesen Teil der Spielentwicklung. Zu Beginn der Entwicklung einer Explosion sammelt man Referenzen und stellt die Bestandteile zusammen, aus denen eine Explosion besteht. Neben Sound und Grafik sind das im Detail die Kernexplosion, Feuerfontänen, Schockwelle, starke Lichtquellen, Schiffsreste, Splitter, Funken, Rauch und natürlich das Kamerawackeln. Und alles muss in Übereinstimmung gebracht werden. Das passiert auf dem Moodboard. Was ist ein Moodboard? Ein Moodboard kommt in der Vorproduktion zum Einsatz und ist ein visuelles Werkzeug, das Konzepte und visuelle Ideen strukturiert. Eine Collage oder Komposition aus Bildern, Visuals und anderen Objekten, die oft zu Design- oder Präsentationszwecken erstellt wird. Moodboards können Designern helfen, herauszufinden, wie sie einheitliche Stile oder Themen für ein Projekt erstellen können. Es ist eine gut durchdachte und geplante Anordnung von Bildern, Materialien, Effekten und so weiter, die einen bestimmten Stil oder ein bestimmtes Konzept evozieren oder projizieren soll. Das Moodboard wird also verwendet, um einen Prozess zur Erstellung einer klaren Design-Story zu geben, um die Vision, die man für ein Projekt oder eine Szene im Sinn hat, zu visualisieren, visuell auszudrücken. Das ist manchmal kompliziert, visuelle Ideen, die man im Kopf hat, zu realisieren. Und um diesen Schritt zwischen Vision und Möglichkeit und späterer Umsetzung zu gehen, dabei unterstützt das Moodboard. Es ist ein guter Ausgangspunkt und hilft, Ideen zu sammeln, zu konsolidieren, zu fokussieren und das Vorhaben somit zu definieren. Nach Abschluss des Moodboards geht's in die volle Produktion. Bewaffnet mit allen Informationen und Materialien aus der Vorproduktionsphase geht's in den Abschnitt der Umsetzung. Dabei ist es sehr hilfreich zu wissen, wie und in welche Einzelteile sich ein Fahrzeug oder Raumschiff zerlegen lässt, weil es eine Vorgabe gibt, welche Elemente sich für visuelle Effekte überhaupt nutzen lassen. Als Beispiel: Wird eine Schubdüse abgeschossen, ist die logische Schlussfolgerung, einen Explosionseffekt an der Schnittstelle zwischen Rumpf und Schubdüse zu platzieren. Der Hintergrund ist, dass Schubdüsen mit Treibstoff versorgt sind, was entsprechend explodieren kann. Wenn es aber nur eine Flügelspitze ist, sollte keine Explosion zu sehen sein, sondern lediglich einige Metallteile, die sich von der Schiffsstruktur lösen. Bei allen Explosionen müssen die VFX-Artists stets die Performance-Kosten im Hinterkopf behalten. Es ist also sicherzustellen, dass die Effekte im Spiel berechnet werden können, ohne das Spiel zusammenbrechen zu lassen. Das erreicht man durch skalierbare Prozessketten, also mehrere Explosionen hintereinander ablaufen und nicht gleichzeitig passieren zu lassen.
Das Erfüllendste an der Arbeit, wird abschließend erzählt, sind die begeisterten Einträge auf Reddit, YouTube oder den anderen Plattformen, wenn Spieler über Explosionen im Spiel erzählen, Screenshots oder Videos zeigen von ihren Erlebnissen. Das bereitet den VFX-Artists große Freude und zeigt ihnen, dass es die unzähligen Stunden wert gewesen sind, die das Erstellen allein der Explosionen gekostet haben.